Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute möchten wir das Thema effektive Mikroorganismen, kurz EM, ein bisschen genauer anschauen und prüfen, wo sie eigentlich in unserem Leben überall sinnvoll wären, diese zu integrieren, um hier eine, sagen wir mal so, ein bisschen Balancierung stattfinden lassen zu können, die zu unserem Wohl ausgerichtet sind. Und Sie werden sicherlich auch hören und sehen, dass man, wenn man mit diesen effektiven Mikroorganismen arbeitet, auch einen sehr hohen Lohn kriegen wird, aber auf der anderen Seite auch noch sehr viel sparen kann im Verhältnis zu gewissen Nahrungsergänzungsmitteln, die einfach letztendlich ersetzt werden können. Bleiben Sie dran, wir legen Sie auf eine spannende Reise mit. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Und wenn es um EM geht, dann gibt es eigentlich nur einen Namen, den ich nennen kann, der sich damit wirklich gut auskennt, zahlreiche Bücher darüber geschrieben hat, glaube über 20 Jahre Forschung schon betrieben hat. Und Sie wissen bestimmt, wen ich meine. Hier ist sie, die Frau Dr. Med. Anne-Katharina Tschokke, herzlich willkommen. Danke für die Blumen. Ja, es ist halt so, du hast die Bücher geschrieben. Und ich hatte gar kürzlich, ich habe es dir vorhin noch gesagt, mit einem Professor und einer Ärztin hier gesprochen, die schlucken auch laufend Bakterienstämme, probiotische Bakterienstämme. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, wieso denn das? Ist doch teuer, könnte doch mit EM arbeiten. Sie wussten es nicht. Sie haben es noch nie gekannt, noch nie gehört. Ich habe es ihnen dann vermittelt, eine Flasche geschenkt, kostet ja nichts, ist extrem viel drin. Und da habe ich jeden Tag so ein bisschen reine flüssige Bakterienstämme für meinen Darm, dass das wieder harmonisiert wird, ausgeglichen wird. Und ich stelle einfach fest, in der Medizin ist das nicht angekommen, EM. Ja, ich tue mein Bestes. Ja, ja, du müsstest an viel mehr Ärztekongressen und Vorträgen kommen. Und ich weiß es jetzt, ich werde das jetzt auch an 2, 3 Leute weitergeben, dass sie doch bitte mal dich buchen mögen, damit dieses Wissen schneller hinauskommt. Weil wir natürlich in der Medizin, wenn du jetzt von der medizinischen Anwendung sprichst, innerhalb von Systemen leben und die üblichen Referenten, ich bin ja hauptberuflich Referentin und die meisten, die ich kenne oder eigentlich alle anderen leben nicht davon, sondern sind dann einer Firma zugeordnet oder einem Institut zugeordnet, einer Universität und werden dann natürlich interessengeleitet auch sehr häufig und sind dann in den Strukturen drin. Mhm. Aber jetzt inhaltlich, du sagtest, diese Probiotika-Kapseln, ne, das sind ja meistens 2, 3 Bakterienstämme drin. Ja, oder inzwischen auch mehr, weil man natürlich jetzt auch zum einen meine Bücher gelesen hat. Der Markt weiß auch, dass es EM gibt und dass da mehr Stämme drin sind. Aber die sind in einer Kapsel drin, die leben ja eigentlich, die sind höchstens im Schlafen, oder? Gefriergetrocknet, schockgefrostet, meistens Monokulturen und ganz entscheidender Unterschied zwischen dieser Mischkultur effektiven Mikroorganismen und solchen Präparaten ist, dass die effektiven Mikroorganismen gemeinsam kultiviert wurden. Das heißt, die haben einen Teambildungsprozess hinter sich. Mhm. Ich kann ja eigentlich beliebige Mikrobenstämme als Monokultur vermehren. Und diese Monokulturen sind ja auch das, was man historisch analysiert hat, um Bakterien überhaupt erstmal kennenzulernen. Seit dem 19. Jahrhundert hat man versucht, Monokulturen herzuzüchten, also aus dem Mischkulturbereich einzelne rauszunehmen und die so zu vermehren, dass man die dann untersuchen kann. Und hat dabei übersehen, dass bei dem Entstehungsprozess von Labormonokultur wesentliche Eigenschaften verloren gehen, zum Beispiel die Kommunikation mit anderen Stämmen. Also zum Beispiel züchtet man auch diese Biofilmbildung, wir hatten jetzt über Biofilm ja schon gesprochen, diese Bildung von Biofilmen geht verloren bei Bakterienstämmen, die im Labor kultiviert worden sind. Das heißt, wenn man dann diese Monokulturen hat und kann die benennen, dann fühlt der Mensch sich sicher und sagt, wir haben definierte Stämme, die ganz bestimmt so und so heißen und so sind. Dann fühlt der Mensch sich sicher, das entspricht dann auch gewissen Verordnungen. Dann kann man die als einzelne präparieren, also meistens in Pulverform und zusammenkippen. Dann hat man die Mischung, das kann man dann auch noch in Kapseln packen. Das ist nicht zwingend notwendig, weil Mikroben auch so durch den Magen durchkommen. Aber man hat dann Einzelkämpfer in Summe. Wichtiger wäre aber, ein Team zu haben. Klar. Ja, das heißt, das, was die effektiven Mikroorganismen erlebt haben, die erst in 3 Gruppen kultiviert wurden und dann langsam zusammengeführt wurden, die haben diese ganzen Signalbotenstoffe, die die Mikroben untereinander haben, um sich zu verständigen und diese ganzen Austausch, die Verbindung mit drin, sodass sich dann aus so einem Teambildungsprozess heraus diese Lösung in ein System gebe
und es einen Impuls gibt, für die vorhandenen Mikroben sich auch wieder gesund zu organisieren. Mhm. Das heißt, ich reichere nicht nur einfach einen Lebensraum, den menschlichen Körper mit Bakterien an, wie mit den anderen Präparaten. Das ist ja wirksam, aber dann mit den Mischkulturen, wie im Sauerkrautsaft ja auch, hat man eine Ebene zusätzlich, nämlich den Ordnungsimpuls. Sauerkrautsaft übrigens habe ich gesucht ohne Ende, kriege ich nur auf dem Markt, nur pasteurisiert. Ja, das ist alle traurig. Aber du, ich habe hier gerade eine herausfordernde Idee für dich. Für mich? Ja. Herausfordernd. Ich schaue jetzt auf die Uhr, 6 Minuten. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir reden 5 Minuten, wo EM im Körper eines Menschen oder auf der Haut was für Wirkungen haben könnten. Dann gehen wir 5 Minuten und reden einer über die Pflanzen und dann über den Raum und dann noch über die Tierwelt. Einfach so, um den Menschen, den Zuschauern Impulse zu setzen, zu sagen, oh, das interessiert mich oder das interessiert mich. Und dann wissen sie auch gleich, wo man weitere Informationen hinkriegt. Jetzt trickse ich dich aus und sage, also auf der Haut regulieren Sie das System zum Gesunden zurück. Im Raum regulieren Sie das System zum Gesunden zurück. Körper regulieren. So einfach kriege ich dich nicht mehr. Nee. Also ich hatte mal mich verbrannt, zum Beispiel in einer heißen Pfanne und habe EM drauf geschmiert und innerhalb von kurzer Zeit hat es nicht mehr gebrannt. Mhm. Fand ich super. Dann habe ich hier gerade, hat mein Sohn gesagt, da kommt ein Pickel und du hast gesagt, EM drauf sprayen. Ja, funktioniert. Funktioniert. Also auch bei anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen etwas im Gesicht haben Pickel, oder irgendwelche Ausschläge, EM also drauf. Also man weiß, dass alle Hautveränderungen mit einer Verschiebung des gesunden Mikrobioms, Gemeinschaft der Bakterien zusammenhängen. Das heißt, man kann bei jeder Hautverletzung oder bei jeder Hautveränderung, egal welche Art, ausprobieren, ob das Auftragen von effektiven Mikroorganismen nicht eine Linderung bewirkt. Mhm. Und je kürzer diese Veränderung stattgefunden hat, desto schneller ist die Heilung. Wenn es langfristige Prozesse sind wie Neurodermitis, Psoriasis, dauert es unter Umständen länger. Mhm. Aber tatsächlich hat die gesunde Haut eine gesunde Mikrobenbesiedlung und wenn die gestört ist, wird die Haut krank. Auch ein Mückenstich verändert die Mikrobenbesiedlung und kann durch das Auftragen von effektiven Mikroorganismen gelindert werden. Der Juckreiz hast du mir sogar gesagt, wenn ich am See runtergehe und eine Mückenplage ist, ich könnte mich einspreien mit EM. Genau. Und habe ein ganz anderes Feld zu diesen Viechern und ich werde nicht gestochen. Ja, und so habe ich so erlebt, dass wir dann um den Chiemsee auf der Herreninsel in den Schilfgürtel da spazieren gegangen sind und die anderen haben alle so um sich geschlagen, wir sind so spazieren gegangen und das war so imprägniert mit EM. Also bei mir hat es geholfen, aber ich habe natürlich auch ein friedliches Verhältnis zu Mücken. Ich ärgere die auch nicht, hau die auch nicht tot. Mhm. Wenn man Mücken tot haut, dann... Ja, das hat mir schon mal jemand gesagt, man müsste die Mücke im Schlafzimmer in der Nacht lieben lernen. Ich arbeite noch daran. Da kann man schlaflose Nächte mit verbringen. Aber da steckt wirklich was dran. Also ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn ich Fliegen am Fenster habe, ich kann die inzwischen mit den Fingern fangen und raussetzen. Mhm. Die haben sich so dran gewöhnt, dass sie nicht totgehauen sind. Totgehauen werden, die sind ja auch froh, wenn sie wieder an die frische Luft kommen. Wenn sie die Nase lang genug an der Scheibe platt gelaufen haben, dann packe ich die einfach ruhig und setze die raus. Das lassen die mit sich machen, inzwischen. Das war nicht von vornherein so. Das heißt, unser Verhältnis zu den Tieren, wenn wir jetzt schon da sind, sind wir bei den Tieren, ist auch geprägt von unserer Haltung zum Leben. Mhm. Und die Mikroben wirken friedlich mit der positiven Haltung zum Leben. Na? Würdest du einem Tier, einem Haustier, einem Hund, Katze und so weiter auch jeden Tag ein bisschen flüssige EM ins Essen geben? Ich würde das über das Futter drüber sprühen, egal wie groß, ob das eine Kuh ist oder ein Pferd oder ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen. Ja. Kann man in meinem Buch EM Kompakt stehen die Dosierungen alle drin. Die Bücher findet man auf meiner Website www.darmbakterien-buch.de. Da sind die verschiedenen EM-Bücher auch differenziert, wenn man jetzt nicht weiß, welches meiner Bücher. Aber EM-Kompakt ist ein Buch, was auch Leute lesen können, die keine Zeit haben, um Bücher zu lesen. Da sind die Dosierungen alle drin. Kann man nachblättern und sagen, Hund, Katze, Meerschweinchen und so. Super. Also wie sieht es mit dem Fell aus? Ja, man kann das... Bei mir machen es Bohnen sie auch auf die Haut. Was ist beim Tier so ein bisschen drauf spreien? Kann man. Man kann es bei Katzen, die mögen das Sprühgeräusch nicht, dann auf die Hand geben, also auf die eigene Hand und die Katze streicheln. Man kann den Liegekorb, also das Futter einsprühen, den Liegekorb einsprühen. Jetzt sind wir schon beim Raum. Wir mischen gerade die 5 Minuten, ja. Mhm. Das ist gut, ja. Und auch wo ein Tier jetzt, wenn ein Welpe im Haushalt ist, was überall hinpinkelt, dann kann man das aufwischen und EM drüber sprühen. Oder übers Katzenklo drüber, also überall, wo diese Geruchsentwicklung gerade in Mietswohnungen da ist, kann man effektive Mikroorganismen drüber sprühen. Also nicht nur über die Haut, über das Fell.
Und eine besondere Spezialität ist die Geruchsneutralisierung, mhm. die auf allen Ebenen, das kann auf der Haut sein oder auch auf der Toilette sein oder auch im Kuhstall sein. Also gerade diese Massentierhaltung, die ja an sich heikel ist, wenn sie schon stattfindet, könnte man sie mit der Hilfe des Einsprühens von effektiven Mikroorganismen so gestalten, dass die Großbelästigung der Umgebung massiv reduziert wird, indem man dann, und da sind die Landwirte sehr kreativ, welche Geräte man da umbauen kann, altes Heugebläse, wo das dann in die Luft geblasen wird, oder eine Düse, die dann hin und her fährt, oder man geht mit der Rückenspritze da durch, oder je nach Größe kann man da was sich einfallen lassen, dass die effektiven Mikroorganismen im Raum versprüht werden und dann im Raum das Ganze, die Luft umarbeiten, sodass die Geruchsverbindungen, die ja oft Ammoniak Verbindungen enthalten und deshalb auch in der Nase beißen, in andere Verbindungen umgewandelt werden, die harnstoffhaltig sind und dann nicht diese Geruchsentfaltung haben. Also die Mikroben können das umbasteln. Und das geht auf der Haut, das geht auf dem Fell, das geht im Badezimmer, wo es vielleicht ein bisschen nach Feuchte riecht. Ja, oder ein häufig frequentiertes Gemeinschaftsklo, da kann man die Sprühflasche dann hinten auf den Sockel stellen und wenn einer Geruch produziert hat, der für den nächsten nicht angenehm, dann sprüht man halt einmal durch die Raumluft. Also ich mache da eigentlich nichts kaputt, sondern ich bringe eigentlich nur harmonische Felder, Bakterienstämme in Harmonie mit diesem Geruchspegel in Verbindung und die wandeln es um. Genau. Das ist Leben. Ja. Statt Zerstörung und Töten und Vernichten sind wir hier wieder im Einklang mit der Natur. Genau, wir haben da, also Adolf Dänig und ich haben dann eine Schultoilette mal saniert, wo die Kinder nicht mehr morgens beim Frühstück trinken wollten, nur damit sie in der Schule nicht aufs Klo gehen müssen, weil es da so gestunken hat. Und das ist recht häufig, dass Toiletten stinken, weil dann diese Krusten sich bilden, wo die, wo einfach viele Menschen da daneben, auch mal daneben pinkeln oder es spritzt oder ähnliches. Und die werden ja häufig dann mit sehr scharfen Mitteln geputzt, die die natürliche Mikrobenbesiedlung dann nochmal reduzieren. Dann siedeln sich Stämme an, die man eigentlich nicht da haben möchte und dann wird der Gestank immer schlimmer. Und das ist nicht mehr zu handhaben. Also solche Toiletten werden dann unter Umständen abgerissen und neu gebaut. Das kann man sich sparen, wenn man statt dieser Putzmittel Reinigungsmittel nimmt, die probiotisch sind und dann quasi mit Bakterien putzt. Da gab es auch tatsächlich, also auch die praktische Anwendung ist in meinen Büchern drin, im EM Kompakt, aber auch in dem Buch EM die effektiven Mikroorganismen und auch in die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen. In allen drei Büchern ist das erwähnt. Zwei hast du da liegen. Also ich natürlich heile mit Bakterien, ist mein Lieblingsbuch. Das handelt aber nicht von effektiven Mikroorganismen. Ja, aber mit denen zu arbeiten für den Körper. Das beschreibt die Beziehung der Mikroben zum menschlichen Organismus und in der Medizin. Nur die Dosierung und wie man das dann handhabt mit den effektiven Mikroorganismen ergänzt sich dann. Deshalb braucht man dann zwei Bücher mindestens. Man braucht natürlich eigentlich alle fünf von mir. Aber dann bräuchte man zu diesem natürlich heilen mit Bakterien mindestens eins von den EM-Büchern dazu, um dann die praktische Anwendung und die Handhabung, Haltbarkeit, Aufbewahrung und sowas dazu zu haben. Das ist in dem Buch super cool. Nicht drin. Super, dass du es auch so zusammengefasst hast. Aber gehen wir wieder sprunghaft wieder zurück zum Menschen. Ich mag mich erinnern, in einer Sendung, da haben wir über Blasenentzündung gesprochen, da hast du auch gesagt, Damen auf die Blase spreien und innerlich einnehmen und siehe da, die Blasenentzündung kann mit einer großen Wahrscheinlichkeit von sich wieder auflösen. Das fand ich einfach nur wunderhaft, wundersam, wie einfach plötzlich wieder solche Problemfelder, die 10, 15 Jahre lang Frauen begleiten, einfach verschwinden dürfen. Dann heißt es aber auch immer so schön, jede Krankheit kommt aus dem Darm. Das heißt also auch, wenn ich jeden Tag ein bisschen was trinke, mache ich eine Gesundheitsprävention. Wobei ich dich korrigieren muss, weil so viel ist schon ziemlich viel für jemanden, der zum Beispiel darmkrank ist. Also da muss man jetzt gucken, von welcher Firma welches Präparat. Und ich bin auch nicht immer in Einklang mit den Dosierungsangaben auf den Etiketten. Die sind für knackig gesunde Menschen meistens richtig. Aber sobald jemand anfällig ist, irgendeine Schwächung im Immunsystem Gleichgewicht hat, Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen oder Ekzeme oder sowas, dann sollte man ganz behutsam anfangen, weil diese Krankheiten immer mit einer Verschiebung des Mikrobioms einhergehen, die besser nur behutsam auch wieder zurückgeführt wird. Ich plädiere immer für eine behutsame Medizin. Und wenn man dann so ein halbes Schnapsgläschen oder auch nur so viel aus dem Schnapsglas trinkt, dann gibt's eine Revolution und die wollen wir vermeiden. Das heißt, man fängt dann, die Dosierungen sind in meinem Buch natürlich heilen mit Bakterien alle hinten drin, mit einem Tropfen am Tag an von diesen effektiven Mikroorganismen. Ach ja.
Also im Extremfall, ne? Chronisch entzündliche Darmerkrankungen würde ich immer mit einmal am Tag einen Tropfen anfangen, ein paar Tage nehmen, dann zweimal am Tag einen Tropfen, ein paar Tage nehmen, dreimal am Tag ein paar Tropfen, ganz behutsam aufbauen, weil es um eine Umstimmung geht. Weil da ist ja ein Milieu im Körper, was verschoben ist. Und die Mikroben, die da vorhanden sind, die sind da fleißig dabei, das Beste zu geben, was sie können. Und wenn man da jetzt eine Bombe reinschickt von lauter neuen Mikroben, dann gibt's ein Chaos. Die Chaosweide, die ist ein bisschen unangenehm. Es kann Blähungen und Durchfall und Ähnliches verursachen. Das kann man sich sparen, indem man es behutsam macht. Weil meistens waren die Menschen so lange schon krank, dass ein paar Tage länger, bis die Wirkung dann eintritt, jetzt nicht so schlimm sind. Gut, also das war ein wichtiger Hinweis, nicht übertreibe mit der Dosierung. Und dann kann man sich nachher zu so einer Menge hochsteigern. Aber langsam. Bleiben wir bei den äußeren Körpererscheinungen. Du hast gesagt, Neurodermitis überall, ja, unbedingt. Außen anwenden, innerlich anwenden, je nach Dosierung. Warzen nehme ich an, auch Verbrennungen, allem drum und dran. Und bei inneren Krankheiten eigentlich auch immer. Das Mikrobiom ist ja ein System, was durch den ganzen Körper durchgeht. Und wir haben ja über Kommunikation schon gesprochen. Das heißt, ein Impuls in das gesamte System macht eine Wirkung im Gesamtkörpermikrobiom. Manchmal empfehle ich tatsächlich Menschen, die innerlich so richtig schwer krank sind, dass sie erstmal nur über außen arbeiten. Also diese effektiven Mikroorganismen über die Haut anwenden, also bei dramatischen Prozessen im Bauch gar nicht mal innerlich einnehmen oder wenn jemand schon irgendwelche Probiotika genommen hat, die er nicht vertragen hat. Es gibt ja leider, weil der Name effektive Mikroorganismen gar nicht geschützt ist, inzwischen Firmen, die da draufgesprungen sind und die verrückte Kreativität für die Firmennamenentwicklung entwickelt haben. Da scheint jemand jetzt gerade im Internet ziemlich vorne dran zu sein. Der hat die Bezeichnung von zwei anderen Produkten zusammengezogen zu seinem Firmennamen und ein Produkt rausgegeben, wo ich jetzt Anrufe kriege von Leuten, ich habe das getan, was sie gesagt haben und ich habe fürchterliche Bauchweh gekriegt, ich habe Magenbluten gekriegt und. Oh je, kann ich nichts für, das tut mir von Herzen leid, ich kann die Hersteller nicht prüfen, ich kann die nicht kontrollieren, der Name ist nicht geschützt, man muss sich dann wirklich gut angucken, wo bestelle ich meine effektiven Mikroorganismen, damit ich eine verlässliche Firma habe. Da gibt es Firmen, die wirklich auf der Basis der ursprünglichen Idee auch aufbauen und ich komme dann immer in ein Dilemma, ich selber vertreibe keine EM, ich verdiene nicht an EM, ich vergebe nur immer gratis das Wissen her und möchte deshalb auch keine Firmennamen nennen, weil ich mit keiner Firma verknüpft bin und da nicht in den Eindruck kommen möchte, dass ich für irgendwen Werbung mache. Aber es gibt so zwei, drei alteingesessene Firmen, die das schon 20, 30 Jahre machen, oder? Genau. Und die machen das auch gut. Ja, und dann gibt es Sonderprodukte, speziell für die innere Einnahme und da kann man sich dann auch drauf verlassen. Und aber das ist für mich jetzt sehr schwierig, weil ich immer das Fachwissen hergebe und nicht in der Hand habe, was irgendwelche Firmen damit anstellen. Es tut mir in der Seele weh. Und kann auch jetzt nicht irgendwie allen beantworten, wo kaufen Sie Ihre EM? Ich könnte dann sagen, bei Frau Essheim lächle nicht, das ist meine Händlerin. Aber das dient nicht jedem auf der Welt. So, ne? Also, aber wichtig ist, dass das Mikrobiom ein System ist, das über einen örtlichen Einfluss schon eine systemische Wirkung bekommen kann. Das heißt, wenn ich sehr unsicher bin und weiß nicht, was ich machen soll, ob ich das mal ganz vorsichtig probiere, dann fange ich am besten mit dem Fußpilz an. Also Leute, die skeptisch sind, sagen, Bakterien, ich weiß nicht, bin nicht so sicher, ich würde ja gern, aber ich bin ja dann doch nicht so sicher. Dann kann man ja mal beim Fuß probieren. Fast jeder zweite Mensch hat Fußpilz zwischen den Zehen, ob er es weiß oder nicht, so gerötet, ein bisschen schuppig vielleicht. Dann kann man das einfach da mal jeden Abend reintun oder jeden Morgen und jeden Abend und gucken, was passiert. Und wenn dann die positive Hautveränderung sichtbar ist, dann hat man schon seinen ersten Vertrauensmoment. Oder man fängt mit den Tomaten an. Also, dass man erstmal eine Beziehung aufbaut zu den Bakterien und den Mut fasst, seine Haltung zu Bakterien, die dann vielleicht immer noch so von Ängsten geprägt ist, erstmal in eine friedliche Haltung zu überführen, bevor man dann im Körper anfängt. Und ich hatte auch so 20 Jahre lang eine Rötung da zwischen den Beinen. EM aufgeschmiert, 3 Tage später war es weg. Das ist genial, oder? Es ist eigentlich unfassbar. Aber du hast heute auch gesagt, die Charité in Berlin hat ja auch schon eine Studie gemacht, im Verhältnis zu Desinfektionsmitteln, glaube ich, oder? Genau, man hat eben mit verschiedenen Mitteln geputzt, klinische Räume, und hat dann geprüft, welche Mikroben und welche Resistenzgene auf Türklinken, Fußboden und in Abflüssen ist.
Und ein Mittel war eben desinfizierend und ein Mittel war, habe ich jetzt gerade vergessen, und das andere war eben probiotisch. Ich vergessen, weil mich das so beeindruckt hat, dass die das endlich auch mal machen. Es gibt nämlich schon seit Jahren eine italienische Studie an 6 Universitätskliniken, also 6 großen Kliniken, die das auch gezeigt hat, dass wenn man mit einem probiotischen Mittel unter diese Charité-Studie wurde gar nicht mit EM gemacht, das war eine andere mikrobielle Mischkultur. Das sieht, daran sieht man, es kommt nicht drauf an, auf die einzelnen Stämme. Es kommt nur darauf an, dass es eine ausgefeilte Mischkultur ist, die intelligent zusammen kombiniert ist, kultiviert ist vom Menschen als Kulturleistung. Man könnte jetzt mal ausprobieren, wie das wäre, mit Sauerkraut, verdünnten Sauerkrautsaft zu putzen. Das wäre dann auch interessant. Ja, was ist eigentlich in der Natur schon drin? Wesentlich ist die Mischkultur. Desinfizierung mit Sauerkrautsaft. Ja, ja, na, desinfizieren ist es ja dann nicht. Es falsches Wort. Eine Harmonie bringe ich hin durch Mittel mit Sauerkraut. Ja? Also wir hatten, die große österreichische Herstellerfirma hat schon längst Studien gemacht, was passiert, also Diplomarbeiten vergeben und so ähnliches, was passiert durch das Putzen mit probiotischen Putzmitteln. Richtig zugelassenen Reinigungsmitteln, die auch ein Etikett haben, wo drauf steht Reinigungsmittel, die man also offiziell verwenden darf auch. Das ist, spielt ja für viele eine Rolle, ob das genehmigt ist, dass man das in öffentlichen Einrichtungen als Putzmittel verwenden kann. Und dann konnte man zeigen, dass so diese Erstbeseitigung von den unerfreulichen Mikroben, die man so als unerfreulich betrachtet, auch wenn sie es vielleicht nicht sind, aber die funktioniert immer, nur die Wiederansiedlung erfolgt ja natürlich bei den desinfizierenden Mitteln sofort wieder mit den Mikroben, die in der Raumluft sind. Und das sind ja die, die vorher da waren. Das heißt, es ist im Endeffekt kein wirklich langfristiger Erfolg. Während das Putzen mit Probiotika wieder eine bakterielle Besiedlung aufbaut, die sich dann mit der Zeit sogar steigert. So lange wurde das hier in der Charité nicht gemacht, aber dass das mit der Zeit einen gesunden Lebensraum aufbaut. Ein Biofilm quasi. Ja, einen wirklich wieder harmonischen mikrobiellen Lebensraum, wie er für uns als Homo sapiens, als Umgebung und für alle Menschen auf dem Planeten Erde vorgesehen ist. Es ist für Planet Erde das Grundprinzip des Lebendigens, dass alles in Mikroben eingebettet und alles von Mikroben durchdrungen ist. Wir haben das nur vergessen, lange Jahre. Also sollten wir uns daran erinnern, überall, wo wir eine Natur sehen, wo durch den Menschen in einem nicht mehr im Gleichgewicht steht, sagen wir mal ein feuchter Keller, eine Überschwemmung, feuchte Wände, feuchte Mauern, Fugen, die mit Schimmel belastet sind. Also wenn ich dort eben draufspreie, bringe ich eigentlich die Wand wieder trocken, ich kriege die Feuchte raus, ich kann Schimmelpilze... Stopp, die Feuchtigkeit kriegt man nicht von Mikroben raus. Also wenn ich im Bad jetzt eine schimmelige Ecke habe, weil es nass ist, muss die Kältebrücke beseitigt werden, sonst kann ich da ewig drauf sprühen. Weil die Schimmelpilze kommen ja auch aus einem bestimmten Sinn heraus. Die kommen ja nicht aus Spaß, sondern weil da eine Kältebrücke ist und es ist kalt und es ist nass und es ist Sauerstoff, dann wächst der Schimmel. Also wir hatten ja bei der Flutkatastrophe bei uns in der Eifel, hatten wir dieses eindrückliche Erlebnis durch diese Aktion, die wir da gestartet haben. Ja, da dachte die Feuerwehr selbst noch gesprüht. Dass wirklich diese Geruchsentwicklung, da waren ja nur wirklich, da war ja alles mit ertrunken, was ertrinken kann. Und die Kläranlagen überschwimmt, die Öltanks, da zwei Fettchemiefabrik hinter Münstereifel. Und dass diese effektiven Mikroorganismen wirklich sofort eine spürbare Linderung gegeben haben, weil diese Geruchsumwandlung stattgefunden hat. Die Menschen konnten wieder durchatmen in diesem schrecklichen Chaos und Durcheinander. Und das auch langfristig vielen Menschen geholfen hat, in die ja bis zum heutigen Tag, jetzt haben wir Sommer 2022, es ist ziemlich genau ein Jahr her zwischen der Katastrophe und jetzt. Und das Problem ist ja noch lange nicht aus der Welt. Es gibt immer noch Leute, die in provisorischen Verhältnissen leben, die in ihren halbwegs renovierten Häusern unter wirklich schwierigen Verhältnissen leben. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, dass da auch noch Hilfe nach wie vor sehr willkommen ist, die dann auch durch diese effektiven Mikroorganismen auch im Sanierungsprozess auch Hilfe bekommen. Oder die Flächen jetzt, die Gärten. Ne? Du kannst ja mit einem überschwemmten, giftigen Garten, wie willst du dein Gemüse wieder anbauen? Das geht nur, wenn man mit effektiven Mikroorganismen arbeitet. Dann kann man auch das Green Gold dazu nehmen. Da könntest du mal den Peter Konz einladen. Es ist auch ein, es hat nichts mit Mikroben zu tun, ist aber ein wunderbares Mittel, um Toxine in der Umwelt zu neutralisieren. Wie heißt das? Peter Kunz und Gold? Green Gold. Green Gold. Englisch. Gut, ja. Werde ich mir anschauen. Kannst mal einladen, weil das haben wir jetzt dann auch eingesetzt zur Toxin,
Neutralisierung, ja, weil da sind diese Gifte drin. Also die effektiven Mikroorganismen sind ja der Inbegriff einer eigentlich der Natur abgelesenen Mischkultur, die da, wo sie hingebracht werden, an dem Ort eine Regulation, was ich vorhin so scherzhaft ein paar Mal so gesagt habe, bewirken, die, dass vor Ort die Mikroben sich wieder so organisieren, wie es dem großen Ganzen im Heilen und Gesunden dient. Da stecken ja auch große Rätsel drin, eigentlich ein Wunder auch ein Stück weit. Ja, ja. Und deshalb ist es egal, ob man sie jetzt auf die Haut aufbringt oder in der Raumluft versprüht oder einnimmt oder zum Tomatengießen oder im Kuhstall. Das irritiert ja viele Menschen. Da haben wir doch eigentlich lauter verschiedene Sachen für. Brauchen wir aber nicht, weil die Mikroben sich vor Ort der Mikrobenbesiedlung annähern, kommunizieren, darüber hatten wir ja auch eine Sendung gemacht, kommunizieren mit den Mikroben vor Ort, sorgen dafür, dass der Stoffwechsel wieder reguliert wird. Und wandeln. Ja, letztendlich. Ich habe drei Fragen, auch wenn die Sendezeit durch ist, wie immer. Also es heißt ja, du hast gerade den Kuhstall gesagt, eigentlich ist es auch für jeder, der zu Hause kompostiert, ein wertvolles Mittel. Gut. Der zweite, sind wir hier in der westlichen Welt mit EM schon mehr vertraut als der Rest der Welt oder ist es umgekehrt? Also das Prinzip der EM kommt aus Japan. Und in Asien ist je nach Land EM weit verbreitet. In Thailand hat das Königshaus EM unter die Fittiche genommen. Da werden viele Menschen per se mal ausgebildet. Da gibt es auch ein Studienzentrum, wo man dann eine Ausbildung machen kann und wo Teile des Militärs eine Woche hinkommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber vor Jahren war das dann so. Das heißt, es gibt einige asiatische Länder, wo man weiter ist als wir. Wobei bei uns, dadurch, dass ich ja die EM auch in die Anwendung beim Menschen eingebracht habe, das dann doch auch trifft auf eine Tradition der mikrobiologischen Therapie, die wir schon seit über 100 Jahren haben, Hans-Peter Rusch, Peter Mommsen und so ähnlich. Das ist eine Tradition, die dort nicht so gängig ist, sodass die Anwendung dort mehr im Umweltbereich ist, aber hier bei uns eben auch schwerpunktmäßig bei Menschen erfolgt. Also in Malaysia war das, glaube ich, da ist am, werden dann so Schlammkugeln mit effektiven Mikroorganismen geformt, da hat man die Schulklassen, so Dango nennt man die, das ist, die Beschreibungen sind in meinen Büchern drin, formen lassen. Millionen von Dangos und dann hat man einen Dango-Tag gemacht, wo dann die Schulklassen und jeder, wer wollte, viele, viele, viele Menschen am Bach, am Ufer eines Kanals gestanden haben und haben die alle gleichzeitig reingeworfen. Die sinken auf den Grund des Schlammes, dann können die Mikroben da unten wirken und auf diese Art und Weise kann man Gewässer sanieren. Und davon träume ich immer, dass man hier bei uns mal so richtig große Aktionen macht, dass mehr Menschen das ergreifen, zu ihrem Anliegen machen. Ich kriege immer wieder Anfragen, wenn irgendwo ein Bach umgekippt ist, kann man das nicht machen? Sage ich, kann man. Aber ich alleine kann es nicht. Weißt du, da gibt es so viele gemeinnützige Vereine, die jetzt eigentlich dich buchen müssten für ihre Vorträge vor Ort, damit man innerhalb des Vereins genau solche Ideen umsetzt in der Praxis, wo man von der Expertin lernen kann, wie macht man diesen Tango oder weiß Gott, wie der heißt da. Dango mit. Genau. Man könnte lernen, wie man mit EM mit Tieren arbeitet, EM in Räume harmonisiert, EM in Körperanwendungen hat, also bei Ärzten und Medizinern und so weiter. Also ja, oder es gab im Schwarzwald den Hans Kugel, der hat einen Verein gegründet, der hat Kastanien saniert mit EM. Genial, die haben ja die Miniermotte. Ich habe dann eine Aktion gestartet bei uns, die wurde dann abgebrochen, weil es dann bürokratische Gründe dafür gab, weil es übers Amt lief und so. Aber da könnte man so viel tun. Die Kastanien, die werden ja dann mit der Zeit gefällt, ne? Dass man das Laub von den Kastanien sammelt, mit EM fermentiert, geschreddert, als Futter wieder dazu gibt zu den Kastanien. Die ganzen Konzepte sind in meinen Büchern erwähnt. Man muss es nur umsetzen. Eine Gruppe von Menschen und die Idee und dann kann man das machen. Ja, ich leite mich auch gerne ein bisschen an, weil wenn ich sie einmal gemacht habe und gesehen habe, dann fällt mir das viel ringer, als eine Anleitung im Buch zu lesen und dann bin ich nicht sicher, habe ich alles richtig gemacht. Ja, deshalb hoffe ich, dass ganz viele Leute dich entsprechend anfragen werden, dass wir solche gemeinnützige, großartige Ideen in die Welt hinaustragen können. Die dritte Frage mache ich am Schluss, weil die Sendezeit ist durch. Mache ich noch ein Bilateral. Ja, nein, also ich hau die noch schnell rein. Ich hatte so eine Sprühdose mit EM drin und habe die sicherlich 3 Monate vergessen. Die stand immer Sonne, Wärme, kalte Wärme, kälte. Dann habe ich sie gespreit. Meine Fresse, hat das gestunken. Ja, das ist nicht gut.
Temperaturschwankungen und Sauerstoffzufuhr und UV-Licht stören das Mikrobenwachstum. Eben. Also die stören die Stabilität. Ja. Dann überwiegen sauerstoffliebende Mikroben, dann kommt es zur Geruchsentfaltung. Aber das steht alles das in meinen Büchern. Das hat gestunken. Dann konntest du daran ablesen, dass es nicht mehr gut war. Aber das steht alles in meinen Büchern erklärt. Das findet man unter www.darmbakterien-buch.de. Findet man die Inhaltsverzeichnisse von den Büchern. Und wenn man die Bücher kaufen möchte, kann man dann der Autorin noch ein gutes Werk tun, indem man das dann unter autorenwelt.de, www.autorenwelt.de die Bücher bestellt. Großartig. Dann profitiert man da als Autor noch von. Ja, ja, ich weiß. Über die Großhändler verdient man wirklich fast gar nichts mehr als Autor von Büchern. Das ist echt beschämend, auch wenn die ganze Forschung, die ganze Zusammenfassung und also ein Buchwerk zu schreiben so viel Arbeit ist, unterm Strich ist nichts mehr da. Da muss man schon Bestseller-Autor sein, um wirklich vom Bücher leben zu können. Und das passiert nur mit Agenturen und Marketing. Danke ganz herzlich, dass du uns heute nochmals ganz neugierig gemacht hast zu dem Thema EM. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Das war für Sie. Mikroben danken für die Aufmerksamkeit. Ja, super. Gerne. Also das war für Sie die Frau Doktor mit Anne-Katharina Tschocke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir wollten einfach die Neugier nochmals wecken zu effektiven Mikroorganismen, kurz EM, dass Sie sich doch da vielleicht einmal ein bisschen mehr schlau lesen mögen über Fachliteraturen, die wir jetzt gehört haben, die es ja gibt, oder die ein oder andere gute Tat einmal im Umfeld einzusetzen, in Ihrem Raumklima zum Beispiel, bei Ihrem Tier zum Beispiel, oder an sich selbst, wenn da irgendwo äußerlich oder innerlich eine Baustelle ist, die zu sanieren wäre, es doch vielleicht einfach mal mit Natur pur zu versuchen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.